Slow Baker ist Philosophie, Vision, Träumen, Innovation, den Blick nach vorne richten. Slow Baking heißt, zu den Wurzeln des Großvaters, des Vaters zurückkehren und kultivieren, wie unsere Väter es gemacht haben. Der Sauerteig sind meine Haustiere. Und immer wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann erzähle ich, dass ich meine Haustiere füttern gehen muss, dass ich nicht so lange bleiben kann, weil meine Haustiere schreien nach Futter. Essen ist Erotik. Und die Erotik passiert bei uns in der Backstube insofern, weil die Sauerteigkultur und die Mikroorganismen und die Spurenelemente sich permanent vermehren. Also alle 8 Stunden kriegen sie Mehl und Wasser und sie beginnen wieder sich zu vermehren. Darum sage ich immer, ich bin die Puffmutter und ich bin das größte Freudenhaus von Waldviertel. Wenn meine Lehrlinge die Sauerteige einrühren, dann sage ich immer, denkt an was Schönes, denkt an mich. Ja? Dann werden die Sauerteige sich freuen. Ich glaube, wenn man 30 verschiedene Kulturen züchtet und entwickelt, dann hat das schon irgendwas mit Fanatismus zu tun und mit Spinnerei zu tun. Ich glaube, es gibt niemanden in Österreich, der eine derart Vielfalt an Kulturen heranzieht. Und Sauerteig ist ein Lebewesen. Der Sauerteig reagiert auf Wärme, auf Kälte, auf Schwüle, wenn es extrem heiß ist. Und 2003 war ein extrem heißer Sommer und meine kleinen Haustiere waren total krank, grau. Und ich habe in diesem Augenblick eigentlich gewusst, dass ich keine Ahnung vom Sauerteig habe. Ne? Da war mir klar, dass ich noch so viel lernen muss über den Sauerteig. Und weil sie im Lebewesen sind, sie sind nicht so steuerbar wie eine Maschine. Diese Lebewesen, die reagieren und ich finde das toll, das ist Natur pur. Ich glaube, der Sauerteig, den kann man nicht wie eine Formel über den Kamm scheren, sondern der Sauerteig ist Lebewesen. Der Sauerteig, den musst du beobachten, du musst ihn kennenlernen, du musst mit ihm per Du sein. Ich esse gern a Sachertorten und trinke gern a Melange. Ich gehe gern im Wald spazieren, bei gutem und schlechtem Wetter. Doch mit dir wär's netter. Am Morgen mag ich warme Gipfel und dazu ein Kännchen mit Tee. Am Abend genieß ich ein Damenspitzel, das meistens mit Paul oder Rainer. Doch mit dir wär's feiner. Ich glaube, das ist ein langer Weg, wo man sich selbst verändert, die Produkte verändert. Ich glaube, es muss das Produkt passen und dem Kunden muss es schmecken, damit man diesen Bekanntheitsgrad erreicht. Und ich glaube, ich habe gute Wegbegleiter gehabt. Das ist auch ganz richtig und man muss immer Danke sagen zu diesen Wegbegleitern. Ne? Wenn ich mich damals gewehrt hätte und gesagt hätte, dass ich es selber machen, dann wäre das nie passiert. Nicht? Also ich habe mit dem Spiel mitgespielt und mir hat das gefallen, das war ja lustig und ich habe sehr viel gelernt dadurch, unheimlich viel gelernt. Sowohl ernährungswissenschaftlich als auch über das Brot, über die Vorgänge im menschlichen Körper. Also es war ganz interessant. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man doch die kleine Bäckerei wieder besuchen könnte oder sollte, um das Handwerk zu erhalten. Und das ist eine Kultur in unseren Breiten, das ist eine Riesenkultur.